Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Produktvorstellung von mir. Ja, ihr seht es, schon wieder eine Tasche. Diesmal aber im offiziellen Nintendo 3DS Lizenzdesign, will ich jetzt einfach mal nennen. Das Ganze gibt's nur in Amerika oder nur in den USA. In Japan bestimmt auch, aber meins kommt eben aus den USA. Ich habe mir das zu der PSP, sag ich schon, zu der PS Vita mitbestellt. Kostete, ich glaube, 17 Dollar, wenn ich mich recht entsinne. Und ist so ein bisschen das Gegenstück zu dieser ja, inoffiziellen Hülle, die ich euch mal gezeigt habe. Die ist auch relativ groß. Aber zu dieser inoffiziellen Hülle, wo ich PS Vita und Nintendo 3DS drin verstauen kann. Und die ist natürlich, die macht um einiges mehr her und sieht auch schöner aus. Muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Ich stelle euch das jetzt einfach mal vor. Hier habt ihr das ganz normale Nintendo 3DS-Logo. Das ist auch für ein 3DS, geht aber auch für ein XL, ist kein Problem. Wie ihr seht, offizielles Nintendo-Produkt bzw. Nintendo lizenziert. Das kann man, glaube ich, gar nicht sehen. Ah, ich drehe das mal kurz, eine Sekunde. Vielleicht stellt die Kamera scharf. Fokus. Ja, da ist es. Nintendo 3DS. Auch nochmal hier auf den Schnallen. So, dann habt ihr hier ganz normal eine Tasche, wo ihr was reintun könnt. Sei es jetzt irgendwelche Hüllen oder Putztücher oder was auch immer ihr da reintun wollt. Ganz normal zum Zumachen. Ihr habt zwei Kammern, sage ich jetzt mal. Das seht ihr ja hier mit den zwei Reißverschlüssen. Von hinten ist gar nichts. Hier oben habt ihr einen Henkel zum Tragen. Und natürlich wieder so ein Gurt, damit ihr euch das Ding um die Schulter hängen könnt. Der ist da drin. Und ich mache das Ding jetzt erstmal hier vorne auf. Also muss ich das Ding mal kurz aufmachen hier. Das Ding ist, die Tasche ist natürlich mit Klettverschluss verschlossen. Funktioniert auch einwandfrei. So, und hier vorne habt ihr dann, das tut mir jetzt leider leid, das sieht man nicht ganz so gut, weil das Ganze hier natürlich recht schattig ist. Hier habt ihr das Ding, ja. Diesen Gurt für die Schulter. So, und hier habt ihr im Endeffekt die Kammer, wo ihr euren Nintendo 3DS XL und euer Netzteil zum Beispiel verstauen könnt. Ich zeige euch das mal. Der Nintendo 3DS XL passt dann zum Beispiel hier perfekt rein. Ja, also perfekt ist relativ, ne? Ist schon klar. Ist halt für ein 3DS gemacht, aber. Geht zu, kein Problem. Und hier rechts könnt ihr dann euer Netzteil reintun. Ich habe es im Endeffekt noch gar nicht probiert, ob da vielleicht auch eine Vita reinpasst. Aber wenn ich mir das so angucke, ich kann mal kurz eine Vita schnappen. Da passt doch tatsächlich auch eine Vita rein. Geht aber leider nicht mehr zu. Also, das geht nicht. Habe ich mir schon fast gedacht gehabt. Habe ich jetzt mal kurz so live vor der Kamera ausprobiert. Aber es geht nicht. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch das anguckt, noch immer gleiche Kammer, machen wir das mal hier zu, habt ihr so ein paar kleine Sachen, es tut mir echt leid, dass man das jetzt nicht so ganz so sieht, aber dadurch, dass man das Ding nicht so gut aufklappen kann, kann ich auch leider hier schlecht reinleuchten. Hat man hier für ein Stylus und für die kleineren Stylus, hat man dann so ein paar Sachen, wo man so ein paar Kammern, wo man die reintun kann. Sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Und das war es im Endeffekt auch schon, hier passt dann nichts mehr weiter rein, also. Ist aber dennoch recht schön. Ich mache mal wieder zu. So, und da kommt dann sozusagen euer kleines Zubehör rein. Wenn wir jetzt mal hinten hier die Kammer aufmachen. Ihr merkt schon, das Ganze sind immer, lässt sich an beiden Seiten nicht komplett aufmachen. Sondern ist immer so ein, ja, mit so zwei so Riemen festgemacht. Und hier kommen dann die ganzen Spiele rein. Ich habe gar nicht nachgezählt, für wie viele Spiele das freundliche Ding Platz hat, aber 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Spiele haben Platz, ja. Also ordentlich, eine ordentliche Menge mehr als die andere Tasche. Und das war es auch im Endeffekt schon. Also die Tasche hat jetzt nicht den Mega-Platz, sage ich jetzt mal, obwohl schon ausreichend Platz ist. Auf jeden Fall, also für euren Nintendo 3DS reicht es allemal.
Netzteil könnt ihr verstauen, hier habt ihr auch nochmal eine extra Tasche und hier, ganz ehrlich, wenn hier könnt ihr ja auch nochmal was reinmachen, wenn ihr das hier aufmacht, dann ist es halt nirgendwo festgemacht, aber jeder weiß, wie man eine Tasche packt, also wenn da unbedingt was rein soll. Würde ich die Tasche jemandem empfehlen oder würde ich die Tasche empfehlen, dass ihr die importieren sollt? Ja, also dass jemand, der eine neue Nintendo 3DS Tasche sucht, 15 Dollar plus, ich glaube, 10 Euro Versand bezahlt, also ungefähr so 23, 24 Euro. Ich würde sagen, es kommt auf den persönlichen Geschmack an. Das ist ebenfalls wie die andere Tasche, so eine kleine Reisetasche. Ich kann die ja mal kurz holen. Damit ihr so einen kleinen Vergleich habt, wie groß die Tasche ist. Ja, hier ist die andere Tasche. Also die ist ein kleines Stück größer. Wie ihr das hier unten sehen könnt. Na, die ist ein kleines Stück größer. Also, ich finde die Tasche sehr schön. Die macht um einiges mehr her als die andere Tasche. Hier passen mehr Spiele rein und ob ihr euch jetzt importieren müsst oder wenn ihr eine Tasche zum Reisen sucht oder ob euch jetzt auch die Tasche hier reicht, müsst ihr im Endeffekt selber entscheiden. Der Vorteil der anderen Tasche ist eben, dass dann auch relativ gut eine PS Vita reinpasst, was hier nicht ist, aber die Tasche ist halt qualitativ viel, viel höherwertiger verarbeitet. Müsst ihr euch selber entscheiden. Ich bin froh, dass ich mir die Hülle gekauft habe. Einige von euch werden sich jetzt bestimmt denken, Alter, was macht der mit den ganzen Hüllen? Und soll ich euch was sagen? Ich habe selber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich fand die schön. Ich habe mir gedacht, für 15 Dollar kannst du dir die reinlegen. Und ich bin auch nicht enttäuscht. Und wenn ich nur mal den 3DS mitnehmen will, irgendwo hin und reisen, zum Reisen ist immer so ein bisschen lächerlich gesagt, aber wenn man mal irgendwie eine längere Autofahrt hat oder irgendwo anders hinfährt, dann kann man so eine Tasche bedenkenlos empfehlen. Auch die andere Tasche, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Und für, wenn man jetzt irgendwie in die Schule möchte oder in die Uni oder so und nur so eine Hülle sucht, wo man den 3DS einfach nur drin verstauen möchte, damit er nicht zerkratzt oder so. Da ist dann so eine Hülle besser geeignet. Das ist jetzt zwar eine PSP-Hülle, ich habe aber die gleiche Hülle noch von Snakebite, oder das ist eine PS Vita-Hülle, ich habe noch die gleiche Hülle von Snakebite für den 3DS. Der ist dann so einfach mal, da passt fast nichts rein, da passt der 3DS rein, damit er nicht zerkratzt und dann schmeißt ihn in die Tasche und weg damit. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Tasche. Bis jetzt die am besten verarbeitetste Tasche, die ich bis jetzt hatte. Egal von welchem Produkt. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich hoffe, das Video hat euch auch wieder gefallen. Ich mache in letzter Zeit irgendwie viele Produktvorstellungsvideos, aber was soll denn das? Wenn ich mal was Neues kaufe, kann ich es auch vorstellen. Also, bis dann.